Willkommen zurück bei den Löwen im April. Die Reise geht weiter. Hamburg wartet auf uns im Heimspiel nach der spielfreien Woche. Bin gespannt, wie sich die Spieler schlagen werden zu Hause. Dann direkt da weiter machen in der Euroleague. Schalke kommt. Wird ein harter Gegner. Hamburg ist schon mal eine gute Einstimmung dafür. A-Junioren haben 6-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Die sind wirklich super drauf. Gut, wechseln wir mal im Monat. Neuer Jugendspieler wird entdeckt. Wolfgang Born. Innenverteidiger sind immer gut, sind gefragt. Wir brauchen welche. Natürlich nehmen wir ihn auf. Dann kann ich hier im Budget nochmal was verändern. Stecke ich noch was in die Infrastruktur. Die Senkrechtstarter der Saison, Hennau und Ochsen, klar darunter. Vor allem Hennau, super Verbesserung, 8% verbessert mit seinen 18 Jahren. Der Malteser ist wirklich ein Stern, als Stern aufgegangen jetzt in Deutschland. Defensiv im Mittelfeld, einer der besten Spieler der Liga. Gut, Spiel gegen den HSV. Da will ich nicht viel zu sagen, das geht einfach los. Und wir können das gewinnen. 60 gleich mit dem ersten Angriff, das Tor von Philipp Ox. Aber der Ausgleich von Hamburg lässt nicht lange auf sich warten. Da ist auch wieder die Führung und wir direkt der Ausgleich. Oh, Hamburg versucht da mitzuhalten. Hinspiel ging auch schon 4 zu 3 aus. Auf geht's. Lukas spielt gut. Wittek nicht so. Mascarell kommt rein für Hennau. Und Castells und Zimmermann wechseln mal. Und ich würde sagen, wir schieben die Mannschaft mal ein bisschen nach vorn. Für mehr Torchancen. Kann sich jetzt rächen, wenn Hamburg diese Räume nutzt. Bisher geht's gut. Das ist 3-2. Nicht gut. Ja, da können wir nicht gebrauchen. Ruhe bewahren. Ah, böse Niederlage. Modest mit dem Kopfball nach der Ecke. Konnten wir jetzt eigentlich nicht so gebrauchen. Nicht gut. Das wird auf die Moral schlagen. Wir waren vor allem überlegen. Schützt vom 3. auf den 5. ab. Aber das ist so eng da oben. Mit einem Sieg sind wir da wieder oben dran. Muss halt nur besser laufen. Jetzt Schalke hat auch verloren, das Derby sogar. Viertelfinale gegen Schalke. Wir haben Gladbach rausgeschmissen, wir Leipzig. Es geht ums Halbfinale. Mannschaft steht gegen Schalke, Heimspiel. Ja, da lege ich nochmal ein bisschen was drauf. Wichtiges Spiel ist es nicht. Aber wir wollen es unbedingt gewinnen. Rein ins Spiel. Wir nehmen ihm Spaß am Fußball. Oder gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes. Und sie legen los. Frankum nach der Ecke 1-0. Stehen gut hinten. Und Lukas macht einen Doppelpack. 3-0 zur Halbzeit. Oder passiert noch mehr? 4-0 Ralf Fährmann Eigentor. Und 4-0 zur Halbzeit. Da zahle ich gerne die Siegprämie. Und jetzt gewinnen wir das Ding auch. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Darauf können wir noch ein bisschen Spielpraxis geben. Und Bönisch könnte ich auch noch mal bringen. Oder was tue ich jetzt? Eigner? Box? Ja. Die Gespräche sind geführt. Wir bleiben weiter hinten drin und kontern. Hoffen einfach mal auf 1-0-Sieg. 5-0 von Renat Dadachov. Er macht sein Euroleague-Tor. Das ist doch mal ein Traumergebnis fürs Hinspiel in der Euroleague-Viertelfinale. Fährmann mit einem ziemlich gebrauchten Tag, genauso wie Ignowski und Latza. Ja, bei 62% Ballbesitz, 11 Chancen, davon 8 aufs Tor. Kann man mal 5 reinmachen. Die Reserve hat gegen Köln 2-0 gewonnen. Genkinger, bester Spieler. Bueno zurück in der Jugendmannschaft. Da muss ich den da gleich mal wieder aufstellen.
Weil sonst vergisst der Co-Trainer manchmal. Hans, du wirst dir immer noch einen zugewiesen, obwohl das nicht stimmt. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist ein Bug. Hier sind die Spieler zurück. Lukai ist dann bald was für die erste Mannschaft. Wird auch Zeit. Aber den können wir bald hochziehen. Als Ersatzspieler dann für Malcolm vielleicht. Mal gucken. Aber Malcolm ist jetzt auch gut drauf. Muss man sehen. Gegen Bremen. Auswärts. Ich hoffe, das wird was. Geht raus und spielt Fußball, Jungs. Auch bisher passiert hier nicht viel. 60 mit Chancen und da ist das Tor. Hollande macht das 1-0 und Noah Joel nach einem Freistoß das 2-0. Dann drehen wir jetzt hier auf und gewinnen das Ding. Niklas Stark geht raus und Malcolm geht hinten rein. Mascarell kommt für Hennau. Und Aigner, nee, Köpke. Köpke kommt für Noah Joel. Dreifachwechsel zur Pause. Risiko. Passiert nicht viel. Doch, das 3-0 durch Ochs noch. Und 4-0. Macht noch ein Tor. Nee, Ochs macht es. Doppelpack Ochs in der zweiten Hälfte. Ja, wieder ein zu 0. Gefällt mir. Noah Joel im Topspiel. Zwei Tore. Zwei Tore auch von Ochs. Bremen ohne eine Chance. Nur ein Foul gemacht. Optimales Spiel. Da kann man nicht viel besser machen. Wir sind noch wieder auf den vierten Platz vorgerückt. Leipzig hat verloren. Wir bleiben an Leverkusen dran. Viertelfinal-Rückspiel. Euroleague gegen Schalke. 5-0 Hinspielsieg. Das Halbfinale ist so gut wie gebucht. Wir gehen direkt ins Spiel. Oder? Siegprämie? Siegprämie? Fragezeichen. Wir haben genug Geld. Ja, komm, wir hauen nochmal einen raus. Wir kriegen ja eh nochmal Prämien dann. Wir versuchen's. Und ihr geht raus und spielt auch nicht Fußball, Jungs. Auswärtsspiel. Bisher läuft's gut. Noch kein Gegentor. Ruhe bewahren. Auch wenn sie provozieren vor meiner Nase. Nichts machen. Noch 0-0 zur Pause. Reicht uns völlig. Ich muss kein Geld bezahlen. Spieler sind zufrieden. So, hier können wir jetzt nochmal Spieler fördern. Antidorschik. Soll ich vielleicht nicht rausnehmen? Soll ich vielleicht so machen? Stark. Lass ich drin. Jetzt Risiko. Malcolm geht rein. Und wir versuchen es. 1-0 Lukas. Er macht sein Tor als Hängespitze. Alain macht das 2-0. Schalke noch ohne Tor. Lukas mit dem 3-0 und das 4-0 durch Omar Mascarell. Schaffen wir noch ein Tor? Nee. 9-0 nach zwei Spielen gegen Schalke 04. Was geht denn jetzt ab? Was war da denn los? Kann ich gar nicht richtig glauben. Schalke hatte Chancen, aber sie haben sie nicht verwandelt. Kämpfen im Topspiel. Auf wen treffen wir jetzt wohl im Halbfinale? Der einzige deutsche Vertreter. Lazio Rom, Sevilla oder Tottenham Hotspur. Ist alles schwierig. Sevilla gegen... In Spanien würde ich vielleicht gerne aus dem Weg gehen. Tottenham Hotspur. Ja, Lazio Rom gefällt mir. Schönes Los. Und gleich erstes Auswärtsspiel. Kann von Vorteil sein. Muss aber nicht. Das Saisonfinale steht vor der Tür. Viele Spiele sind es nicht mehr. Wir befinden uns weiter auf dem Champions League Platz. Und wollen den auch irgendwie erreichen. Damit wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Und viel Geld einnehmen. Und spannende Spiele haben. Pokalprämie, 1,5 Millionen. Lazio Rom als Gegner. Ja, 3-1 hat die Reserve gegen Leverkusen 2 gewonnen. Maximilian Kröger ist mit Vertragssituation unzufrieden, ja, er wird uns verlassen. Wir haben leider keinen neuen Vertrag für dich. Und Mascarell wurde schon von Hennau verdrängt. Der ist jetzt Stammspieler mittlerweile und wird auch gegen Freiburg spielen.
Und da kämpft ihr um euren Ball? Nee, da gibt ihr euer Bestes. 1-0 Lukas, schöner Konter. So muss das sein. 2-0. Lukas macht einen Doppelpack in der ersten Hälfte. Gewinnt das Ding. Und Köpke darf mal wieder ran. Genauso wie Philipp. Und oder belasse ich's. Es. 2-0 zur Pause. Bleibt's dabei. Ja, passiert nichts mehr in der zweiten Hälfte. Zwei Konter reichen für den Sieg gegen Freiburg. Keine großen Chancen von Freiburg. Spiel gemacht. Wir sind wieder auf dem dritten Platz. Vorgekämpft. Leverkusen hat verloren gegen Hamburg. Hamburg hat auch gegen Leverkusen gewonnen. Und Bayern kämpft sich weiter nach vorne. Noch 4 Spiele bis zur Meisterschaft. Werden es nicht mehr ganz sein. Einmal 6 Punkte Vorsprung auf die Dortmunder. Ich gucke nochmal auf die besten Spieler. Lewandowski schon wieder 30 Tore geschossen. Kusch mit 17. Da bräuchten wir echt einen, der besser knipst noch. Spitzenspiel. Erster gegen Dritter. Bayerisches Derby auch noch. Und noch ein Stadtderby. Da ist richtig Brisanz drin. Da blitzt und funkt es in der Stadt. Die ganze Stadt ist im Aufruhr. Es war ein weiter Abstand zu den Münchnern, Bayern. Da sind die Löwen weit von entfernt von der Meisterschaft. Ah, vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern. Ich finde, das ist das wichtigste Spiel der Saison. Und da gibt es eine Siegprämie drauf. Da ziehen wir jetzt die Register. Ja, Topspiel steht auch noch an, stimmt. Ist beides, Topspiel und bayerisches Derby. Und wir gehen rein ins Spiel. Das vorletzte Spiel im Monat April. Puh. Wir sind sowas von stärker. Geht mal in jeden Zweikampf rein. Wir kriegen die gelben Karten, stehen hinten drin und da Shepherds, Douglas Costa macht das 1-0. Die Löwen halten es aber. Reißen sich zusammen hinten. Genauso weitermachen. Gelben Karten auswechseln. Totalausfälle auswechseln. Was tun? Maxim geht raus. Dafür kommt Aigner. Und Bönisch kommt für Klostermann. Dabei belasse ich's. Aber ich sag dir jetzt mal, greif früher an. Versucht früher zu attackieren. Das können die beiden natürlich gnadenlos ausnutzen. Aber vielleicht gelingt uns doch nochmal ein Kontertor. Der Ausgleich. Noah Joel macht ihn. So einfach geht das. Ox schickt ihn und er macht den Ausgleich. Super. Damit bin ich voll zufrieden. Unentschieden im Derby gegen den neuen deutschen Meister wahrscheinlich. Kann man voll zufrieden mit sein. Auch Dortmund hat unentschieden gespielt. Es sieht also danach aus, dass Bayern Meister wird. Halbfinale der Euroleague. Gegen Lazio Rom geht es jetzt um Finaleinzug. Da verteile ich natürlich eine Siegprämie. Ja, darauf muss von der Tribüne aus zusehen. Das Spiel ist zu wichtig, da kann ich jetzt keine Spielpraxis verteilen. Die Mannschaft ist aber auch gut genug drauf, aber ich hoffe einfach mal drauf, dass wir zumindest ein Tor erzielen. Nehmt ihnen den Spaß am Fußball. Und gleich die Verletzung. Ciro Immobile, der ehemalige Dortmund-Stürmer, macht das 1-0 für Lazio. Uns gelingt da gerade nichts vom Tor. Ach, wäre das ärgerlich, wenn wir das hier nicht hinkriegen.
Ja, in der zweiten Halbzeit zeigt jetzt mal, was ihr drauf habt. Wir gehen jetzt volles Risiko. Stark geht raus, Melken kommt. Und Aigner geht für Najuel rein. Philipp kommt auch noch. Zusätzlich schiebe ich die Mannschaft nach vorn. Und hoffe einfach darauf, dass sie jetzt sich Chancen erarbeiten und noch ein Tor erzielen. Hier ins Risiko. Willst du nur eins kassieren oder wir müssen eins schießen? Wir müssen eins treffen. Und da ist das Tor. Stefan Aigner macht's. 1-1 unentschieden. Dabei bleibt's. Können wir sehr gut mitleben im Unentschieden in Rom. Geht ein erfolgreicher Monat zu Ende jetzt. Knappes Ergebnis. Wie ist das andere Spiel ausgegangen? Tottenham Hotspur, Harry Kane hat getroffen. Die führen 1-0. Sind also ein wahrscheinlicher Gegner im Finale der Euroleague. Der Ausbau ist abgeschlossen. Von den Trainingsplätzen. Was können wir noch ausbauen? Hier können wir die medizinische Abteilung nochmal ausbauen. Millionen kosten. Ausbau des Fanartikelverkaufs würde vielleicht auch was sich lohnen. Das ist schon voll ausgebaut hier. 9 Millionen ist zu teuer. Weil eigentlich haben wir Geld. Moment, ich guck mal eben. 19 Millionen haben wir noch. Mal kurz in die Buchungsjournal. Im Juni sind noch 7 über und wir kriegen noch Geld. Aber könnte ich das mit den 9 Millionen machen? Zur Not muss ich halt einen Kredit aufnehmen. Jetzt verklicke ich mich hier lustig hin und her. Wir machen es mal Risiko, 9 Millionen. Da kriegen wir nicht einen lokalen Sponsor noch dazu. Und einen Bonus auf Spielerverhandlungen. Alan Maxim hat sich leider verletzt. Da gucken wir nochmal schnell in die Nachrichten. 4 Wochen fällt er aus. Oh, das ist hart. Das ist richtig hart. In dem Saison-Endspurt verlässt uns unser Top-Rechts-Außen. Muss wohl Aigner einspringen, mal gucken, oder? Philipp startet durch. Wir werden es sehen im Mai, beim Saisonende. Diesmal ungewöhnlich viele Spiele noch im Mai. 4 Spiele noch, vielleicht sogar mehr.